Und damit sage ich Moin ihr da draußen und willkommen zurück bei einer neuen Folge von My Time at Bordia. So, ja, stimmt. Gleich gewundert. Wo waren wir stehen geblieben? Ist immer so, wenn ich so eine längere Aufnahme mache, dann ist erstmal eine Zeit lang gar keine Aufnahme. Weil es zum Kotzen. So. Wir schauen mal noch beim Rathaus. Was haben wir denn? Liebe Bürger, das jährliche Portia-Landrennen findet diesen Freitag und Samstag statt. Wenn du interessiert bist, bereite bitte dein Reittier vor und registriere dich. Ich bin nicht so interessiert derzeit daran. So, was haben wir denn hier? Stahlplatten hatten wir auf jeden Fall. Boah, Holzkohle ohne Ende hier. Können wir eigentlich direkt noch weitermachen, ne? Nochmal 10 Stück reinhauen. Benzin auf, das ist natürlich nicht gut. Oh, 5. Das ist ja nicht viel. Fertigung abgeschlossen, das können wir nicht zulassen. Direkt hauen wir 5 weitere raus. Okay, so, wie viele Platten hat der noch zu machen? Eine. Mal ganz kurz im Inventar gucken, weil wir haben jetzt 3 Platten, haben wir nur hier. Stimmt, das war ja für den Verkauf. Das kommt da erstmal mit runter. Das sortieren wir gleich ein. Marmorplatte. Das hatten wir gerade für einen Auftrag. Warte mal, erstmal hier weiterblättern. Erstmal durchblättern. Was müssten wir nochmal machen? Den Brunnen haben wir ja fertig gemacht. Theoretisch müssen wir einmal das hier machen. Das haben wir aber. Kupferrohr. Ja gut, Kupferrohr. Wir müssen dringend den Tisch updaten, genau. Dringend den Tisch machen. Industrieller Ofen. Ich weiß nicht, ob ich. Wollte ich das machen? Oder wollte ich nochmal einen Ofen machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Wie viel haben wir hiervon noch? Wir haben noch 2 Stück, genau. Ich wollte ja nochmal einen Ofen machen. Einen Ofen haben wir. Carbonstahlbarren haben wir nicht ganz so viele. Wir haben aber schon 5. Oh, wir haben schon 6 Platten. Sehr schön. Marmordielen haben wir mittlerweile 10 Stück. Theoretisch könnten wir uns so einen bauen. Aber hier brauchen wir halt deutlich mehr. Kupferspulen sollten wir hinbekommen. Wir haben auf jeden Fall noch genug Kupferdraht. Die Motor haben wir auch. Nur einen einfachen Ofen. Da müsste ich erst einen abgeben. Den einfachen Ofen war das, ne? Stimmt, einfacher Ofen. Das hier war ja schon, Industrieofen. Einen einfachen Ofen können wir loswerden. Das ist richtig. Das ist kein Thema. Ich überlege gerade, bauen wir den jetzt heute? Komm, wir machen erstmal noch ein paar Stahlplatten. Die ist fertig. Wir brauchen also jetzt noch 3 Stück. Wie viele können wir denn machen? Stahlplatten, fertig. 3 Stück. Sehr schön. Wie viel Holz haben wir denn? Oh, wir haben kaum noch Hartholz. Wie viel? 36 haben wir davon. Okay, wir haben davon 12. Ich sortiere immer ganz kurz ein. Einmal das hier. So, Stahlplatten mal einfach alle rein. Hier war sonst nichts mehr in der Kiste davor, aber. So, einmal das ganze Holz unterbringen hier. Holz, Holz, Holz. Sonst. Sand ist noch voll. Steine, Sand, Erde. Ja, gut. Wir haben so viel Sand. Das ist so. Scheiße. Wir müssen das unbedingt dringend loswerden, das ganze Zeug. Oh, hier, das hier müssen wir auch dringend loswerden. Sonst haben wir alles, ne? Genau. Wie sieht's hier aus? Jetzt Status überprüfen, okay. Gut, das sieht auch schon mal gar nicht so schlecht aus. Da ist nichts. Warte, wir holen uns mal ganz kurz ein bisschen Holz. Wir müssen ja die Öfen ein bisschen anfeuern. Ich will den einen Ofen jetzt auch nur noch so lange benutzen, bis wir ungefähr so auf Null sind. So mit den Produktionen oder mit dem Holz halt.
dass wir den einfach so abbauen können, ohne große Verluste einzustreichen. Also ohne große Verluste am Holz, beziehungsweise auch am Material. Und dann könnten wir hier anfangen. Dann werde ich auf jeden Fall erstmal versuchen, diesen Tisch abzudaten. Ich weiß nicht, ich glaube, diese Folge kriege ich es nicht hin. Aber wer weiß. Weißt du was, das passt schon so. Wir lassen den eben den weghauen und dann ist gut. Der hat auch nur noch zwei, dann machen wir eben ein bisschen voller hier. 30 Stück, easy going. Dann, wie voll ist der noch? Der hat auch nur noch drei. Wie viel hat der noch auf der Warteliste? 5 Stück. Alles klar. Dann macht der nochmal zwei mehr. Das arbeitet. Hartholz dealen. Vier Stück. Weißt du was, komm. Dann haben wir zwar kein Hartholz mehr, aber dann ist das halt so. So. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Wir brauchen noch Sprenkler. Sprinkler. Könnte man eigentlich auch diese Folge machen. Ich will noch mal ganz kurz nochmal losgehen. Wie viel brauche ich jetzt genau? Geldtechnisch und de Brest. Für den Tisch. Schauen wir mal ganz kurz nach. Geht ja fix hier. So, Arbeitstisch Level 2. Den, wenn ich den hier verbessern möchte, brauche ich 10.000. 10.000 Hardware, die 30. Wir haben 12. Wir machen gerade nochmal 8. Also da fehlt auf jeden Fall deutlich noch was. Weil ich will halt diesen Auftrag hier, den will ich nicht abbrechen, den will ich halt machen. Alte Teile, 30. Ja. Das ist ordentlich Arbeit. Was wir jetzt machen, wir brauchen noch Sprinkler. Das Wasserlager haben wir sogar schon gebaut, sehe ich gerade. Dann machen wir Emilys Brunnen heute fertig. Und die Sprinkler, wo kriegt man die halt besser her als da hinten aus der letzten Drecksecke? Schwert haben wir dabei, dementsprechend kloppen können wir. Und den Rest kriegen wir hin, ne? Geht ja fix hier mal eben dahin laufen, mal eben da durchrennen. In der Sache von 2 Minuten, keine Ahnung, okay, 2 Minuten jetzt nicht, 5 Minuten oder so. Ne, wenn, wir haben nur 2 Wiederbelebungsmöglichkeiten, das passt schon. Ah, wollten sie uns gerade angreifen, die Arschgeier? Die Arschgeier? Ja, haben sie nicht geschafft, ne? Haben sie nicht geschafft. Ah, wir sind ja gleich da. Hier, komm. Das sind aber auch Riesenviecher, die... Die moppeligen Arschgeier, so. Immer noch, wir machen immer noch hier, ne? Das Level geht halt fix und am Ende kriegen wir halt... kriegen wir halt Ventile, deswegen... Das passt schon. Oh, lol. Direkt hier gespawnt, alles klar. Und direkt schon mal echt viel HP gefressen. Uah. Ja, Jump and Run wieder, ne? Wer kennt's nicht? So, uah. Manchmal war hier, manchmal die... Kamerasicht ist ja zu kotzen. Ah ja, passt schon. Alles gut. So. Jetzt müssen wir hier wieder rüber. So, guck dir das mal an. Das ohne Leben zu verlieren. Ich frag mich, ob es auch... Es ist ja, glaube ich, random. Mit den Ebenen. Ich frage mich, ob es die Möglichkeit gibt, dass wir die ganze Zeit nur diese Jump-and-Run-Ecke machen. Das frage ich mich mal, ob das geht. Weil wir hatten es ja auch schon mal, dass wir das Ganze zweimal in einem Durchlauf hatten. Im letzten Durchlauf, wo wir hier durchgelatscht sind, hatten wir es nicht einmal. Deswegen finde ich das schon interessant, mal zu wissen, ob das geht.
Na komm. Kalte Zeit verschwenden hier. Ebene 3, easy going. Komm, nächste Ebene. Was ist los, Digga? Ich hau dich kaputt. Oh nein, die Fische wieder. Ich hasse diese Fische, die sind zum Kotzen. Aber ist hier nur gespiegelt. An manchen Ebenen erinnere ich mich immer, Alter, wie ich diese Viecher hasse. Schnauze. Beim ersten Mal, als wir hier so eine Ecke hatten, das ist diese abgewinkelte Ecke, Ebene, sind wir von da gekommen und mussten hier durch. Das weiß ich noch. Erste Mal. Ja. Ist schon lange her, ne? Erste Mal, dass wir durchgegangen sind. Ja, easy going, sind wir schon da. Was los, Digga, komm! Erstmal hier nochmal auf die Fresse geben. Ja, wieder mich trotzdem erwischt, dieser Affe. LOL. Sonst konnte ich dem immer noch so ausweichen. Alter, der erwischt mich beim jedem Mal. Willst du aufladen hier? Na komm, draufhalten hier, draufhalten. Das ist kein Gegner für uns hier. Sag ich ja. Schlaf gut. So, wie viele Ventile haben wir bekommen? Wir kriegen ja eigentlich mal Ventile dabei. 2 Stück, sehr schön. Alte Teile kriegen wir natürlich auch. Deswegen machen wir hier ja schon 2 Fliegen mit einer Klappe. Weil alte Teile brauchen wir. Wir brauchen auch Geld, das kriegen wir auch. Zwar nicht viel, aber ein bisschen was. Ne? Und halt die Ventile, die wir ja brauchen. Deswegen wir auch eigentlich da sind, wegen den Ventilen. Schön. Von da sind wir gekommen. Da gehen wir hin, da ist der Exit. Und auf geht's, ne? So, wir hatten jetzt 10 vor 3. Grob gesagt. Was haben wir jetzt? 19 Uhr? Nein, gut. Wir müssten vielleicht mal die Stellen, die Dinger bauen. Könnte ich ja mal zählen, dann weiß ich ungefähr, was ich noch sammeln muss. Ich glaube, ich werde bald mal kurz einen Aufrüstungsstopp machen. Weil wir sind ja theoretisch immer am Daueraufrüsten. Mehr Fläche, neue Maschinen, etc. pp. Halt, ne? So komplett neues Zeug halt. Ich nehme ja auch Aufträge an, wo ich im Nachhinein bemerke, dass wir aufrüsten müssen, wie halt jetzt mit dem Tisch. Aber ich glaube, ich mache demnächst mal so eine Art Pause vom Aufrüsten, um erstmal hier die ganzen Stellen zu bauen, um mir erstmal vielleicht ein bisschen Material zu sichern und erstmal ein bisschen an Geld zu kommen, einfach mal so, dass wir erstmal auf einen Stand wiederkommen, weil wir haben so vieles offen. Man sieht ja immer auch wunderschön auf der Map, wie viele Teile da offen sind. Vieles ist offen. Und das muss ja auch alles erstmal gewerkstelligt und gebaut werden. So, hier ist Benzin aufgebaut. Das ist gut. Das ist verdammt gut. Hier ist wahrscheinlich auch Benzin aufgebraucht, richtig? Ja, auch Benzin aufgebaut. Aber ich habe leider nichts zum Auftanken. Das ist zum Kotzen. Aber wir haben ja fleißigerweise oder glücklicherweise ein paar Bäume hier. Vor allem diese wunderschönen roten. Kann man sich doch wunderschön snacken. So. Die Bäume da lasse ich übrigens. Das sieht cool aus, finde ich. Zack, weiter geht's. Ja, den werden wir dann gleich abbauen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz wegen den Ventilen.
Wir brauchen zwei Sprinkler. Zwei Ventile haben wir. Kupferrohre haben wir auch. Aber nur eins. Ah, ich brauche 1,6 ist so eklig. Ist so eine eklige Anzahl. Boah. Mist. 7 Stück, also eine Stunde brauchen wir dafür. Okay. Das mal eben. So, das mal eben. Ah, den haben wir ja gerade hier voll gemacht. Dann kann der mal eben hier den noch mit dazu nehmen. Warte, können wir mal eben sortieren. Mal eben sortieren. Wir haben ja Inventar ist wieder voll, ne? So, wir fangen am besten erstmal bei Technikzeugs an, weil da haben wir am meisten von bekommen. Hier zum Beispiel 29, uns fehlt noch eins. Und das Geld halt noch, aber das ist ja, ne? So, das einmal, hier dazu, Alter, wie viel Sulfat ich bekommen habe. Auch gut, dass wir die Dinger auch schon bald genug haben, dann brauche ich die auch nicht craften. 30 Discs, ja geil, sehr schön. So, das kommt mal mit dazu. Die Ventile lasse ich gleich im Inventar, die brauchen wir gleich schon. Motor habe ich auch wieder bekommen. Einfache Schaltkreise. Das sieht gut aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Salpeter müsste ich eigentlich auch. Ich bräuchte theoretisch noch irgendwas für Säuren und sowas. Da könnte ich da beispielsweise Gift reinpacken, das hier reinpacken, Sulfat reinpacken. Naja, vielleicht baue ich mir ja irgendwann ein riesiges Lager hier noch auf. Habe ich irgendwas, was jetzt hier reinkommt? Nö. Nicht auf Anhieb, beziehungsweise. Ne, nicht auf Anhieb, nö. Okay, aber hier, wir haben wieder ein paar. Wir haben wieder ein paar Carbonstahlbarren. Kupferbarren fehlen uns komplett. Wir haben jetzt keine. Ach, die Chips habe ich noch gar nicht reingepackt. Egal. Sonst fehlt jetzt hier nichts. Wir gehen einfach mal weiter. Essen haben wir auch bekommen. Das hier einmal darüber. Das haben wir noch bekommen, das lege ich mir aber zur Seite. Gegengift. Ist eigentlich auch zu Gift dazu, aber egal. So, hier, Schleim. Das auch mal eben rüber. Ventile lasse ich halt unten, die brauchen wir ja gleich schon. Zähnchen und bei Technikzeugs hier halt noch. Da drei kleine Silikonchips bekommen, geil und was. Alter, wie weit der Schatten geht. Lol. Ja, ein bisschen warten müssen wir noch. Wir haben aber hier schon Bretter. Bretter. Stahlplatten. Wie viele haben wir? Könnten wir noch mal eine Stahlplatte... Ah, hier dicke. Komm, immer noch eine. Wir brauchen echt viele Stahlplatten. Leck mich am Arsch. Ich würde das mit den Sprinklern gerne noch fertig machen. So. Da haben wir sie. Zwei Stück. Also eventuell finden wir da mal eben Alan Emily, dann könnten wir mal eben den Auftrag abschließen. So, einmal hier vor uns direkt. Ganz toll. Ganz toll. Hier auch nochmal einen hin. Die 15 sind so scheiße platziert. Emily zeigen. Wo ist die denn? Warte mal, direkt mal auf die Map gucken. Wo ist Emily? So, ein bedauerliches Geschäft, stimmt. Emily, da unten ist sie. Was macht die denn da unten? Oh, Scheiße zum Aufsammeln. Ja, wenn wir mal Scheiße brauchen, ne? Schnell! Los, lauf! Emily, warte! Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Damit werden die Pflanzen im Nu bewässert. Im... Ich weiß nicht. Klein... Ist egal. Was uns mehr Zeit für die Tiere verschafft. Was war das? Lol, Alter, Beziehung zu allen möglichen. Wir haben Geld bekommen. Uns fehlen keine 2400 mehr. Geil, Lomat. Das ist... Wow.
Das ist krass. Das ist echt krass. Ja, läuft. Oh, ich sehe gar nichts mehr, wo voller Feld. So. Ich werde auch gleich mal ganz kurz nachzählen, wie viel... Wir haben ja noch so... Was habe ich denn hier am Bildschirm? Egal. Oder hier, das ist ja auch reif. Zack. Sehr schön, Weizen. Hatten wir da eigentlich auch Platz für Weizen? Oder hatten wir das... Da oben haben wir es. Vielleicht könnten wir eigentlich... einpflanzen. Da haben wir es hinter uns. Zack. Wunderschön. So, wie sieht's aus? Das habe ich gemacht. Das ist gemacht. Hier ist halt das Benzin aufgebaut. Ernsthaft. Das bisschen. Weißt du was? Da suche ich mir jetzt irgendeinen Kackbaum aus. Zack. Ernsthaft, das... Ich wollte gerade sagen, das gab nur Erfahrungspunkte. Willst du mich jetzt auch verarschen? Weißt du was? Da kommt jetzt hier... einer. So. 10 Minuten, ey. Komm. Scheißegal. So, dann bauen wir den mal eben ab, wenn der fertig ist. Einmal das. Dann einmal nehmen und einmal ins Inventar stecken. So, wir haben wieder ein bisschen Materialien bekommen gerade. Ich muss jetzt irgendwie noch ein bisschen Zeit rumkriegen, ne? Ein bisschen brauchen wir noch. So. Carbonstahlbarren. Und die Dinger. Weiß gar nicht, wie viel braucht ihr nochmal? 10 Stück, glaube ich, ne? Hm. So, das hier. Nicht Holz. Das Holz kommt aber auch noch weg. Ganze 5 hiervon habe ich nun mal gerade ein. Wow. Richtig genial. Okay, wir schauen mal ganz kurz nach. So, Montagestation. Das Ding möchte ich jetzt bauen. Den haben wir. 10 Stahlbarren brauchen wir. Kupferspulen brauchen wir noch eine. Eine Kupferspule. War das hier? Ja. Alter, das ist wieder Materialverschwendung. Aber weißt du was? Scheißegal, komm. Einmal das. Dann... falsche Richtung, aber egal. War das der Motor? War das, glaube ich, Industriemotor? Ganz kurz einmal hier, zack. Eben einen rauspicken, den nehmen wir uns mal dazu. Und das waren... ja, falsche Richtung, ich kotze gleich. So, einmal 10 Plättchen, Platten, wie auch immer man es nennen möchte. So, wir machen mal irgendwie schon mal neue. Stahlplatte. Ja, eine. Ein Barren fehlt. Guck mal, da liegt er sogar. Aber, komm. So, Kupferspule. Oh. Ups. Hätte ich doch mal alle mitgenommen. Und nicht nur eine. Dann wird das vielleicht auch gehen. Sehr schön. Den nehmen wir auch direkt auf. Vorher machen wir hier mal eben noch eine Stahlplatte fertig. So. Feuergetriebener Generator. Ein besonderer Gegenstand. Den setzen wir erstmal daneben. Auftanken. Ja, was kann ich mit dem... alles, was brennt, so, kann der auch die... diese Steine hier nehmen, weil von denen sammeln wir echt gut an. Geil. Ich hatte übrigens gehört, wie das... da, hier, komm, weißt du was? Machen wir 8 Stück rein. Cool. Ich hatte auch gehört, wie das mit dem Ding funktioniert.
Weiß nicht, finde ich das hier? Nee. Und zwar brauchen wir für den eine spezielle Platte, wo man drauf tritt. Ich weiß gar nicht, wo war das denn? Hier war das nicht, ne? Nö. War das hier? Das war so eine Platte zum Drauftreten. Die man halt aktiviert. Wo man dann halt irgendwie die Gegenstände alle draufstellen muss. Leichtfertiger Holzboden, genau. Machen wir mal zwei Stück fertig. Einmal das. Und einmal das. Damit könnte man jetzt beispielsweise hier alle feuern. Ob das klappt, weiß ich nicht genau. Wir werden es gleich mal sehen. Beziehungsweise ich kann ja theoretisch... ist hier irgendwas leer? Ne, das ist auch noch nicht leer. Der dürfte auch noch nicht leer sein. Der hat noch 17 Stück hier. Wir gucken mal nach, wenn der hier leer ist. Dann schauen wir uns das Ganze mal da an. Zwei Stück noch. Pff. Also mickrig. Alles so ganz mickrig. Einer fehlt noch. Kriegen wir noch einen hin? Zeit geht echt rum, ne? Ich habe jetzt noch einen in der Hand. Zwei in der Hand. Wir brauchen aber drei. So, genau, Landwirtschaft, da gehört natürlich auch alles wunderschön rein. Ne, wir haben ja hier Plättchen, das kommt einfach mal da runter, Waren nach da. Und die Steine, die hatte ich hier, ne? Genau. Ja, dann hätten wir wieder alles einsortiert, sehr schön. Das hier wächst noch alles brav vor sich hin, das braucht noch zwei Tage. Und geil, jetzt haben wir einen Generator. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob der Boden irgendwie so zusammenstehen muss, so wie ich das gemacht habe, oder ob die auch auseinander sein können. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also sprich, jetzt beispielsweise hier einfach eins hinmachen und eins mitten hier so in den Raum stellen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Ja, hier ist ja auch wieder Schlafenszeit. Natürlich, das ist schon mal fertig, sehr schön. Wie lange brauchst du noch? Eine ganze Stunde? Hey, das wird mir zu eng. Das sammle ich dann lieber am nächsten Tag auf. Wie viele fehlen uns jetzt eigentlich noch? Hier fehlt uns jetzt noch ein Teil. Hier fehlen uns, 16 Stück erst. Boah, das ist ja noch nicht, das ist ja mal gerade die Hälfte. Das ist ja mal fucking gerade die Hälfte. Das ist ja Wahnsinn. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ordentlich Holz. Geld brauchen wir auch noch. Wie weit ist es denn mit dem Auftrag? Mission, wie lange denn noch? Fünf Tage noch. 5 Tage. Boah, ich glaube, das schaffe ich nicht. Wenn ich jetzt auf aufgeben, ja gut, das hat Konsequenzen, das ist richtig. Wir lassen es mal drauf ankommen, gucken, was am Ende passiert. Wenn er halt ausläuft, läuft er halt aus. Aber ich hatte echt gedacht, dass die Wandlampe diese Lampe ist, die wir schon im Ding jetzt drin haben. Ja, nicht so gut, nicht so gut. Egal, ich wollte auch auf der Karte was gucken. Wir haben jetzt hier noch drei Sachen offen. Töfte-Faltestelle. Drei Stück, dass wir die erstmal in der nächsten Zeit machen. Da können wir auch direkt mal nachschauen. Warte mal, was haben wir hier? Gegenstände, die wir machen können. Ah, zum Index, sehr schön. Töff, Transporter. Haltestelle war ja nicht ganz so weit entfernt davon. Okay, doch.
sehr weit entfernt. Da. Hat als Dielen. Gut, Faserstoff ist kein Thema. Da haben wir sogar schon 9 Stück für 3. Bronzeplatten haben wir derzeit keine. Wir haben mal gerade 15 Barren, das ist nicht viel. Das könnten wir auf jeden Fall schnell, also noch hinmachen. Ja, da. Oh, warte mal. Uns fehlt theoretisch nur ein Barren. Ein Barren, 12 und 4 sind 16, wir haben nur 15, dann könnten wir das beides nämlich machen. Weil beides haben wir nicht. Hätten wir eins von den beiden da, dann hätten wir kein Problem. Aber das Ganze muss ja theoretisch auch dreimal gemacht werden. Ah. Das ist viel. Kommt also auf jeden Fall auf uns noch zu. Auch Hartholz wird auf jeden Fall noch gebraucht. Ja. Ah, warte mal, 5 dafür, das sind schon 25. Also brauchen wir, um den Tisch abzudaten, 150 mal Hartholz. Krass. Gut, das wäre es aber erstmal von mir. Das dümpelt jetzt nicht noch vor sich hin. Wir haben mittlerweile 2 Uhr. Also von daher gehe ich jetzt erstmal eine Runde pennen. Dementsprechend, Leute, macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Wir wissen ja jetzt schon, was wir machen bei den nächsten Folgen. Und bis dahin, macht es gut. Tschüss.